Da sind auch schon Tobi und Jörg. Hola, muchachos. Was würden die Herren eigentlich sagen, wenn Micha heute Spanisch kocht? Ja, der Micha ist ein richtiger Latino, ja. Das konnte man, das konnte man ihm schon ansehen. Ja. Nein, überraschend tatsächlich. Ja. Es gibt heute auch ungute Überraschungen, wie Conchetta noch herausfinden wird. Du kennst dich gut aus in der spanischen Küche? Ja. Aui. Dann hat das schwer heute. Ich glaube, ja, die werden ein bisschen so eingedeutschte Speisen. Oh, oh, Conchetta hat jetzt schon Vorurteile. Ich würde das abwarten, völlig frei von irgendwas da reingehen und genießen. Hola, amigos. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in meinem Restaurant. Am meisten freue ich mich an meinem Gastgebertag darauf, dass die anderen Gastronomen mich bewerten können. Und am Ende des Tages weiß ich, was wir hier für eine Küche kochen, weil da sind dann erstmal vier Menschen, die das hier beurteilen. Und dann weiß ich, hast du alles richtig gemacht oder glänzt noch irgendwo. Jetzt werden wir dem mal Feuer unter den Arsch machen und zeigen, was die spanische Küche für ein Temperament hat. So viel Temperament habe ich von ihm die letzten zwei Tage nicht gesehen. Ne? Cool, er ist gut drauf, er hat Bock und das spürt man. Ziemlich gut drauf sind auch die Mitstreiter, ob es an Michas Inneneinrichtung liegt. Was meint ihr? Naja, dass wir in Spanien sind, sieht man schon von der Pfanne. Also besonders gefallen tut mir das mit dem Schinken da vorne. Und ich finde, den ganzen Restaurant hier spiegelt sich Spanien wieder. Ich finde das mit diesen Kacheln, mit den Fliesen, mit dem Blau, mit den Schinken, die sind übrigens auch nicht echt, da musst du keine Angst haben. Und auch nicht die Lebensmittelpolizei schicken, das passt. Es ist doch gemütlich, muss man doch sagen. Und mit einer persönlichen Begrüßung vom Chef ist es gleich noch gemütlicher. So, ihr Lieben, das ist die Sandy hier. Die ist heute den ganzen Abend für dich da. Hi Sandy und besten Dank für die Karten. Die schauen wir uns gleich mal näher an. Das ist schön gemacht für die Touristgebiet. Aber nicht Spanier, wo die Spanier essen gehen. So, wo mehr die Touristen essen gehen. So, da gebe ich dir recht. Ja, aber wir sind ja hier in Chemnitz. Und deshalb ist es ja dieses Urlaubsfeeling und da passt es dann wieder. Deswegen. Ich freue mich jetzt, dass die Yvonne da ein bisschen eingreift. Weil sonst, ich weiß nicht, die Conchetta meint es gar nicht böse, aber es horcht ein bisschen so, ja, so an, als wenn sie jetzt schon auf der Suche wäre nach irgendwas. Jetzt flugs die Bestellungen aufgenommen und schon kann Micha loslegen. Hallo Micha. Was machst du Schönes? Ziegenfrischkäse, Spinatkroketten mit Aprikosendip. Dieses Kroketten-Thema ist in Spanien wirklich ein großes Thema. Gell? Also ganz, ganz oft mit Käse oder mit Fleisch, Geflügel etc. Erst schwitzt Micha die Zwiebelchen in Olivenöl an, dann kommt der Spinat dazu. Ich muss jetzt erstmal schnell ein bisschen Brühe ablöschen. Nicht viel, weil ich will auch nicht, dass der nachher so in der Flüssigkeit schwimmt. Machst du jetzt noch Gewürze mit dran? Ja. Ganz wenig Meersalz. Hast du im Gefühl jetzt? Ja. Bisschen Pfeffer. Außerdem frisch geriebene Muskatnuss, Knoblauchöl und Michas Kräuterbutter. Ich habe hier Rosinen, weil der mallorquinische Spinat ist mit Rosinen. Okay. Ich finde das eine tolle Sache, schmeckt auch schön. Es ist süßlich, vielleicht merkt es der eine oder andere nicht. Ich glaube, es ist vom Geschmack her irrelevant, es sei denn, sie sind in Rum eingelegt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen rauskommt. Ich glaube, das kann man sich schenken. Mein lieber Jörg, da irrst du dich, ne? Weil Spanien hat sehr viel mit der arabischen Kultur zu tun gehabt. Ne? Und somit sind Rosinen sehr wohl in der Küche vorhanden, sowie auch Mandeln. So, Spinat ist fertig, den lasse ich jetzt abkühlen. Mhm. Weil wenn wir den jetzt so weiterverarbeiten würden, würde der Ziegenfrischkäse sich auflösen in seine Bestandteile. Ja. Also, ich habe da aber was vorbereitet. Das ist der Ziegenfrischkäse. Ist das ein besonderer oder? Der lässt sich am besten verarbeiten. Der ist mild, du schmeckst die Ziege raus. Aber wenn er fertig ist, ich schwöre dir, du wirst vielleicht nicht erraten, dass es Ziege ist. Okay. Da würde ich dann sagen, warum machst du es dann mit Ziegenkäse? Ja, richtig. Dann nimm einen schönen Frischkäse. Ja. Ich hoffe jetzt, dass er nicht ganz verschwindet, oder? Sonst fände ich es auch ein bisschen komisch, ne? Im nächsten Schritt vermengt Micha den Spinat mit Quark. Dazu kommen Ei und Panko-Mehl für die Bindung. Wie viel so, Pi mal Daumen? Ich merke dann immer am Löffel, ob es reicht. Ein bisschen was brauchen wir noch. Weil wenn der Löffel dann fast steht, dann ist die Masse genau richtig. So, passt. Steht. Ich würde sagen, wir können die jetzt schon mal panieren. Micha hat da einen Trick und dann fange ich an, hier so diesen zu machen. So einfach gehen spanische Croquetas. Cool. Diese drei Kroketten würden jetzt theoretisch in die Fritteuse kommen. Okay. Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt zeige ich dir erstmal den Aprikosendip. Dafür schält und würfelt Micha zunächst mal Aprikosen.
Jetzt löst der gelernte Koch Aprikosenmarmelade in heißem Apfelsaft auf. Und wieso ein Aprikosendip zum Ziegenfrischkäse? Ich habe erst an Feige gedacht. Feige haben wir aber schon. Ich wollte den nicht zweimal an der Karte haben. Ich wollte einfach wieder was Neues. Ist doch in Ordnung. Aprikosentipp passt doch wohl super. Ne? Da muss jetzt mir keiner kommen, oh, ist das Spanisch. Ja, wachsen auch in Spanien. Ne? Jetzt käme hier nur noch ein bisschen gehackte Chilischote rein. Nochmal umrühren, abkühlen lassen. Es war sehr aufwendig gekocht. Und vom Handwerklichen her war das schon sehr gut, was er da gemacht hat. Aber das letzte Wort hat wie immer der Gaumen. Sandy und Micha servieren die Vorspeisen. Die Konkurrenz eine kräftige Kampfansage. Dadurch, dass er die letzten Tage auch mal so ein paar Kritikpunkte oder Anmerkungen hatte, denke ich, wird er heute zeigen wollen, was er drauf hat. Die Erwartungshaltung ist hoch, oder? Ja. Ja, doch, doch, die Erwartung ist schon, die ist schon hoch. Ich glaube, dass er ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Er wird beäugt aufgrund der letzten Tage. Ich sehe das genauso und erwarte einfach noch mehr Spanier. Conchetta nicht, wie sie bereits verkündet hat. Und ihre gegrillten Kalamari scheinen ihr Recht zu geben. Ich kann nicht essen, weil das ist nicht sauber gewesen. Hier rennt der Kopf, das normalerweise muss man rausnehmen. Also oben von dem kleinen Teil war der Mittelpunkt, das hätte weggemusst. Das andere hätte sein dürfen. Ja. Das ist der Schnabel, das stimmt, der hätte raus sein müssen. Kann man aber rausnehmen und weiteressen. Drinnen ist noch die ganzen Darm. So, jetzt haben wir das Zweite. Das nennt man übrigens Fischbein, ne? Was man da normalerweise beim Zuputzen auch rausziehen sollte. Hat sie recht. Also mir tut das unheimlich leid. Für die Conchetta und für den Micha. Weil ich kann mir nicht erklären, wie es passiert ist. Was ist da schiefgelaufen? Sowas darf nicht passieren. Ach du dicker Darm. Sandy, bitte, kannst du kurz zu mir kommen? Ja. Es tut mir leid, aber der Kopf ist nicht geputzt gewesen. Okay, das tut mir leid. Und der Kalamar auch nicht. Okay. So, und das ist wie nicht gegrillt, das ist wie gekocht. Er hat es aber auf dem Grill gemacht. Aber das kann ich dann nur in der Küche weitergeben. Es tut mir leid. Magst du noch mal was anderes aussuchen oder reicht das mal? Ist okay. Okay, no, danke. Conchetta will nicht, ne? Sie isst jetzt nichts mehr. Das ist schon mal nicht gut für die Bewertung und für die Stimmung nicht, weil sie ist auch nicht gut gelaunt heute angekommen. Dennoch kann Micha die Kritik nachvollziehen. Irgendwie hört es sich nicht danach an. Ich verweigere mich, ihn zu putzen. Der Kilopreis liegt da bei, ich glaube, momentan bei 28 Euro. Wenn ich jetzt unten an dem Kopf die Schneidezähne rausschneide, fällt mir der ganze Kopf weg. Wenn ich die Innereien, die so groß sind, rausziehe, bleibt mir nur noch das Endstück. Ist fertig gegrillt. Erstmal, der war vom Grill, davon abgesehen. Der war auch nicht gekocht. Aber wenn ich den jetzt länger drauf lasse, zerfällt er mir ganz auseinander. Deswegen verkaufen wir den auch so. Und es würde halt auch nichts übrig bleiben, wenn der Kopf weg ist. Micha, pass auf. Du verkaufst ja nicht ein Kilo. Du portionierst das ja und kalkulierst das ja und nimmst dafür das Geld. Fließendes Wasser, waschen, Schnabel raus und das Fischbein rausziehen, das hat jetzt damit nichts zu tun. Tobi hat zwei Vorspeisen geordert. Erstens das Grillgemüse mit Ziegenkäse. Verduras con queso de cabra. Ich hatte hier bei dem Grillgemüse Ziegenkäse, sehr lecker. Der hat an sich schon eine sehr tolle Note. Ne? Also ist aber nicht so aufdringlich, sondern sehr, sehr angenehm vom Geschmack. Was ich schade fand, war, dass die Tomaten, die sind sehr weich. Ich hätte mir ein bisschen knackiger gewünscht. Bei dem Gemüse hätte ich tatsächlich einen Verbesserungsvorschlag, dass es den Grill etwas länger sieht. Und da hat mir so ein bisschen, du hast es schon gesehen, aber da geht einfach noch mehr. Also was jetzt hier gemeint ist, sind Röstaromen. Ne? Wenn man es als Grillgemüse dann auch bezeichnet hat, dann muss es natürlich vom Grill sein und hat auch dann diesen Grill-Touch. Ne? Dieses Gemüse würde ich dann tatsächlich mal anders bezeichnen. Ne? Ofengemüse zum Beispiel. Komme ich zum Fleisch? Als zweite Vorspeise hat Tobi den Rindfleischspieß nach Art der Mauren bestellt. Pincho, also Spieße, das ist auch tatsächlich ein Thema in Spanien. Ne? In Chemnitz anscheinend nicht. Da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Es ist zäh, also es lässt sich sehr, sehr schwer schneiden. Sicherlich wäre vielleicht ein anderes Messer auch noch mal eine Lösung gewesen. Schade. Zartrosa ist es, ne? Vielleicht jetzt nicht 100% Medium, aber ein bisschen saftiger wäre toll gewesen. Sieht schon Medium aus, ne? Das wundert mich jetzt, weil das Hufsteak, was ich hatte, das war perfekt. Der Fleischgeschmack als solches, das war jetzt nichts
Besonderes, kein Feuerwerk, ne? Jetzt stehen Yvonnes Ziegenfrischkäse, Spinatkroketten, die Croquetas de Queso de Cabra auf dem Prüfstand. Die Kroketten haben eine mega tolle Konsistenz. Die sind innen fluffig. Natürlich draußen durch das Frittieren hat halt dadurch ein bisschen Biss. Der Spinat ist relativ mild. Und schmeckst du Ziege? Das Thema Ziegenkäse bewegt ja allgemein immer so Gäste, ne? Weil Ziegenkäse kann so von ganz penetrant bis milder sein. Und irgendwie ist durch das Frittieren oder durch die Mischung dann auch dieser oftmals etwas strenge Ziegenkäse-Geschmack, den habe ich hier nicht. Es wird wahrscheinlich auch andere geben, die das so lieben. Das muss der Micha entscheiden, ne? Jörg entscheidet sich für den geschmorten Hasen mit Serrano und Trauben. Auf Spanisch Conejo Estofado. Ich fand es unheimlich lecker. Es war sehr weich, was es mir quasi ermöglicht hat, das relativ chirurgisch von den Knochen zu befreien. Schöne Hasenkeule vorzubereiten. Die Kunst ist eigentlich da, den Punkt abzuwarten, dass es nicht zu fest und zu trocken wird, dass es saftig bleibt. Und das war butterweich, hat gepasst. Und das Süßchen? Die Soße ist super abgeschmeckt. Die ist von der Konsistenz her super. Ein kleines bisschen war holterlastig, was aber mit Sicherheit gewollt ist, in Verbindung mit dem Hase. Ja, das ist gut. Das passt auch. Die Weintrauben, es war eine Deko-Geschichte mit Sicherheit. Aber in der Verbindung von der Frucht und der Soße, das hat noch gepasst. Also ich habe das gerne mitgegessen. Vor seiner Punktetendenz hat Micha verständlicherweise bisschen Bammel. Ich bin aufgeregt um meine Tendenz, was die betrifft. Bei Concetta ist es jetzt auch schwierig, das irgendwie zu kitten. Die wollte kein neues Gericht, habe ich gehört. Ja, schauen wir mal. Concetta, ja. Tut mir leid. Na, danke. Kleine Entschuldigung. Na, danke. Und wir nehmen natürlich von der Rechnung zurück. Okay. Ja. Die Reaktion ist professionell gewesen. Super. Habt ihr dennoch eine Tendenz für mich? Freiwillige vor. Also meine Tendenz ist eine 8. Mhm. Tobi? Meine Tendenz sind 6 Punkte. Meine Tendenz sind 7 Punkte. Mhm. Conchetta? Leider muss ich 3 geben. Okay. Eigentlich müsste sie ja 0 geben, weil sie gar nichts hatte. Aber sie hat es natürlich auch abgelehnt und sich quasi verweigert. Finde ich auch nicht so richtig in Ordnung. Die Tendenz, die war schon ein größerer Schlag ins Gesicht. Ne? Das ist einfach mal so. Und es kann ja nur noch besser werden. Und jetzt koch einen raus. Vielleicht kommen sich Jörg und Conchetta ja hinterm Herd ein bisschen näher. Hallo. Na, hallo. Ich bin rein in die Küche wieder, weil ich habe so auch ein bisschen schlechtes Gefühl. Ja, Gewissensbisse, ne? Weil sie keine Punkte vergeben hat, klar. Ich wollte nur dir sagen, über die Tendenz, dass unsere Freundschaft, die auch wenn noch jung ist, dass immer noch weitergeht. Ne? Ist in Ordnung. Dass also die nichts passiert zwischen uns. Alles gut. Okay. Aber ganz lieb von dir. Ja. Schön. Das finde ich gut. Cooler Move. Jetzt aber ran ans Werk. Wir machen heute die Fischpaella. Oh, schön. Aber musst du farsisch sein. Weil ich kenne mich aus, hä? Du kennst dich aus, gut. Mir ist schon warm, jetzt schwitze ich noch mehr. Okay. Das ist klar, ne? Sie war lange auch in Spanien, ne? Und da kann man dann schon eine Paella, gell? Das Nationalgericht Nummer 1. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu schneiden. Dorade, Lachs, Kabeljau. Warum Lachs? Ich habe sowieso in der Karte stehen den Lachs, die Dorade auch. Und dann natürlich nehme ich die Fische, die ich sowieso da habe. Ich war erst auch, dass die Lachs in die Paella, so genauso auch wie Dorade. Das eigentlich mag man nicht. Das finde ich jetzt einfach übertrieben, Conchetta. Ne? Eine Paella mit den Lebensmitteln zu machen, die ich vor Ort habe, finde ich in Ordnung. Kann man anfangen? Na klar, geht los. Olivenöl rein, nicht viel, nur ein bisschen. Die Dorade und den Kabeljau brät Micha als erstes an. Dann habe ich hier oben Risotto. Das ist von Reis. Das ist Bio-Risotto. Aber das ist der einzige, den ich in Bio-Qualität kriege. Aha. Deswegen habe ich den gewählt. Die Schale, das ist immer, wenn die voll ist, für eine Portion. Also grundlegend ist es schon richtig, dass auch ein Risotto-Reis eben Rundkornreis ist. Aber der hat ja gerade mal die Hälfte der Größe eines klassischen Bomberreises. Ja? Verhält sich auch anders während der Garzeit. Also ich würde aus dem Risotto-Reis keine Paella machen und aus dem Bomberreis kein Risotto.
In Spanien, die Paellas, die sind immer ein bisschen größer, minimal für zwei Personen. Niemand mag eine Paella. Wir haben eine große Pfanne für zwei Portionen und wir haben eine kleine Pfanne für eine Portion. Da haben wir Fischfond. Habe ich heute erst gekocht. Ja, der Geschmack kommt auch nicht so richtig und zu schade. Hast du noch gar nicht probiert. Für mich kippt hier irgendwie gerade die Stimmung. Dass das jetzt keine Original-Paella ist, da hat die Concetta ja recht. Man kann ja aber auch mal anders ein bisschen vorsichtige Hinweise geben. Für das Paella-typische Gelb gibt Micha geschmacksneutrale Lebensmittelfarbe dazu. Guck mal, jetzt hast du die ganze Paella gelb. Das sollte der Reis gelb sein, nicht die ganzen Brühe. Atmen, Micha. Hast du eine Schüssel, machst du Reis. Und die Stoffe mag man eigentlich in den Reis rein. Und der Reis, die nehmen diese gelbe Farbe. Das, was die Concetta da erklärt, hat nichts mit irgendwelcher Farbe zu tun, das hat mit Safran zu tun. Und den kann man schon unter den Reis so heben, der wird dann aber auch nicht gleich gelb-gelb. Ne? Und Flüssigkeit, die ich zu der Paella gebe, wird dann auch schon ein bisschen farblich gelblich bei Safran. Ja? Und das zieht dann den Reis. So muss man sich das vorstellen. Ich gucke mir das mal an, bei Gelegenheit. Heute nicht mehr. No? Ja. So, jetzt machen wir den Babykalamari schnell dazu. Als nächstes verfeinert Micha seine Paella mit Chilis und Zuckerschoten. Jetzt gieße ich noch mal ein bisschen Brühe nach. Ich lasse immer ein bisschen einkochen, dann weiß ich noch mal einmal mit Brühe nachschütten. Mhm. Und meistens reicht das auch so. Normalerweise, wenn die Brühe in die Paella, die werden die ganzen Brühe auf einmal rein und dann lass du in Ruhe. Wenn die riecht, verbrannt, dann ist die Paella fertig. Ich weiß, was sie meint, wie das bei denen dort ist. Hier kommt es am Ende aufs selbe raus, bei der Paella, so wie wir die hier kochen. Aber ausprobieren kann ich es natürlich trotzdem mal. Jetzt gesellen sich Grünschal, Vongole und Miesmuscheln dazu. Die Garnelen. Warum sind geputzt die Garnelen? Weil viele Gäste sich schon oft beschwert haben, ja. Die wollen das nicht. Ja. Die wollen auch nicht mit den Händen oder überhaupt zu tun haben, sondern ganz normal mit Messer und Gabel essen. Muss dann was anderes essen. Die Garnele oder die Scampis ist nicht nur zum Essen, ist auch zum Dekorieren. Er macht es aber gut. Ich weiß nicht, ob ich so cool geblieben wäre, ne? Wenn ich dann auch der Meinung bin, das ist alles richtig, was ich mache. Und bin im Stress und der Kamera und so. Dafür reagiert er wirklich, wirklich gut. So, jetzt Endspurt. Kann Micha seine schärfste Kritikerin zumindest im Hauptgang überzeugen? So, buon appetito. Du gütiger Gott, jetzt isst auch noch Concetta die Paella. Das hat sie gar nicht erwähnt. Das nach dem Vorspeisen-Fauxpas. Aber erstmal werfen wir einen Blick auf Jörgs Cordero Catalan. Das ist das Dry-Age-Schweinekotelett mit Grillgemüse. Von dem Dry-Age bezeichnen wir auch zum Beispiel beim Rindfleisch einen Reifeprozess. Das Gleiche macht man dann vom Prinzip her mit dem Schweinefleisch. Wenn man ein gutes Produkt hat, ein Schweinefleisch, kann man sich das vom Prinzip her auch schenken. Entscheidend ist hier, wie es gebraten ist. Das ist ja Quatsch. Diese Fleischreifung ist sowohl für Schwein als auch für Rind, selbst bei Wildfleisch möglich. Jetzt wollen wir aber endlich wissen, wie es mundet. Also ein Kotelett in der Stärke zu braten und noch saftig zu halten, das ist nicht einfach. Es ist hier absolut gelungen. Saftig gewesen, sehr kräftig gewürzt, diese rote scharfe Soße. Passt super hier dazu. Ich mag das. Das ist die weltberühmte Sriracha-Soße. Ja. Das ist eigentlich aus dem Asiatischen kommend, aber passt hier super dazu. Absolutes tolles Grillgemüse. Super abgewürzt. Was ich überhaupt nicht vermisse, obwohl ich es sonst gerne habe, ist Soße. Aber dadurch, dass die Komponenten sehr saftig sind, ist das ein ganz rundum gelungenes Gericht. Schön. Tischnachbar Tobi kostet die Edelfischplatte mit Dorade, Lachs, Scampis und Knoblauchkartoffeln. Lachs in Spanien? Lachs ist jetzt kein Fisch, den du in Spanien serviert bekommst. Nimm auch wirklich Mittelmeerfische und dann bist du safe. Ich muss ehrlich sagen, ich bestelle selten Fisch. Ne? Aber das hat mich wirklich begeistert. Der Lachs hat eine ganz, ganz tolle
einen tollen, intensiven Geschmack. Wie ihr bei den Scampis seht, die sind auch schön glasig, knackig, toll. Die Dorade war gut gebraten. Die Haut war lecker, konnte ich schön mitessen. Und hat auch ebenfalls eine tolle Farbe. Und was mich bei der Dorade wirklich fasziniert, sie schmeckt wie ein lauer Abend am Meer. Schön, das ist ein tolles Kompliment, finde ich. Von den Knoblauchkartoffeln ist auch nicht mehr so viel übrig. Waren toll, aber, kleines Aber, Knoblauch schmecke ich tatsächlich nicht. Er hätte dann einfach im Nachgang, nachdem man sie aus der Pfanne nimmt, einfach noch ein bisschen frischen Knoblauch drüber streichen können. Und dann, denke ich, wäre das Ergebnis anders gewesen. Was meint Micha? Läuft es im Hauptgang besser? Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Concetta irgendwas zu sagen hat, bestimmt. Sie hat ja viel in der Küche schon dazu gesagt. Und ansonsten lasse ich mich überraschen. Also da weiß ich nicht, wo die Reise hingeht im Moment. Na, ihr Lieben. Hallo. Wie war's? Yvonne. Stimmt, Yvonne hat noch gar nichts gesagt. Sie probiert das Steak El Toro mit Grillgemüse, genau wie Mike. Micha, ich habe hier noch was auf dem Teller. Ja. Macht dir das Angst, wenn da noch was drauf ist? Das weiß ich jetzt noch nicht. Immer wenn man so ein Steak bestellt, dann guckt man als erstes, ob es denn auch so gebraten ist, wie man das möchte. Ich habe es Medium bestellt und das war tipptopp. Das war wirklich saftig, es war nicht kauig. Sehr gut, sehr lecker. Du hast hier mir schöne Grillspuren draufgezaubert. Und dann hatte ich hier noch eine ganz leckere Kräuterbutter. Und ich bin Kräuterbutter-Fan. Die kann ich pur essen. Da brauche ich das Fleisch schon gar nicht mehr dazu. Insgesamt kann ich dir sagen, dass ich mit dem Gericht super zufrieden bin. Ich fühle mich hier wie im Spanienurlaub. Vielen Dank. Cool. Super. Ne? Die Yvonne hat das wohl sehr aufbauend jetzt. Da fällt einem ja ein Stein vom Herzen. Aber ich vermute, dass es jetzt noch einmal richtig abgeht. Schwer vorzustellen, dass Concetta noch mehr Negatives zu ihrer Paella einfällt. Aber mal abwarten. So, bei mir war die Paella voll mit Lavendel. Lavendel hier, Lavendel hier. Ich wollte Fischgeschmack, nicht Parfum. Ich habe nie keine Speiser Lavendel gesehen. So, ich habe nur einen Schrank bei den Klamotten oder zu parfümiert, aber nicht eine Speise gesehen. Also den Lavendel haben wir alle auf dem Teller, aber hier natürlich rein dekorativ bei mir und bei dir. Ich habe das erst entdeckt neulich und dachte, nimmst du mal mit, probierst es mal aus. Bei dir hatte ich wahrscheinlich einfach zu viel in der Hand und habe das gar nicht so realisiert. Tut mir wirklich leid. Du wolltest es wahrscheinlich aufpeppen und hast es gut gemeint, aber es kommt jetzt gar nicht gut. Die Muscheln müssen es jetzt richten, tun sie aber leider nicht, findet Concetta. Die Muscheln sind eigentlich ganz, ganz weich. Und bei dieser, so wie Gummi, da sieht man, dass gefroren ist. Ja, frische Muscheln ist hier so ein Problem. Die Großhändler, die haben es in dem Sinne schwer. Die können alles, was Frischware ist oder fangfrisch ist, haben die schwer, Nachschub ranzukriegen. Dann lasse ich es einfach für die Zukunft auch einfach weg. Das ist das Einfachste. Man kriegt schon frische Miesmuscheln, ne? Also zu dementsprechender Zeit zumindest. Und bevor ich den Gummiadler raufschmeiße, mach nur Vongole. Ganz einfach. Das hat mir geschmeckt, so wie ein Reis mit gekochten ein bisschen Fischbrühe. Aber keine Paella. Die Frau hat aber auch ein Pech heute. Also ich glaube grundsätzlich, dass Concetta schon mit ihrem Essen erstmal unzufrieden war, dass die Kritik hauptsächlich daher rührt. Könnte mir vorstellen, dass sie natürlich, Retourkutsche ist zu viel gesagt, aber dass sie vielleicht so ein bisschen was gerade rücken will, weil sie vielleicht mit ihren Punkten gestern auch nicht ganz zufrieden war. Und ich sag mal, die zwei Exoten in der Runde, mit ihm vergleicht sie sich vielleicht am ehesten, ne, als vielleicht mit einem deutschen Restaurant. Das stimmt schon zum Teil, was der Tobi da sagt. Aber Fakt ist, Micha, du hast ein spanisches Restaurant und ich würde bei der Paella mir wirklich mal ein Paella-Kochbuch kaufen oder ins Internet gehen und das in Zukunft dann auch wirklich echt machen. Ui, da wirkt aber einer ganz schön geknickt. Bei Concetta, das waren so Dinge, gut, mit dem Lavendel Blödheit oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Alles gut. Bloß nicht aufgeben. Aufgeben ist jetzt keine Option, denn es fehlen ja noch die Desserts. Hey, was machst du gerade? Ich bin dabei, den Mürbeteig für dein Dessert zu machen. Ja, die Torte kommt ja aus Ibiza, ne? Ja. Flaure Ibiza. Glaube ich, so wird es halbwegs ausgesprochen. Das Dessert ist auf jeden Fall eine Spezialität aus Spanien. Es kommt rein. Olivenöl. Mhm. Dazu eine Prise Salz, etwas Zitronenabrieb und Rohrzucker. Okay, und weiter? Eigentlich kommen hier gemahlene Anissamen rein. Okay.
Das fand ich aber nicht schön, weil selbst so richtig gemahlen kriegst du den. Dann habe ich gedacht, wir haben doch hier was, den Mallorca. Mhm. Mallorquinischer Kräuterschnaps. Schmeckt ein bisschen anislastig. Ich verstehe den Hintergrund mit den Schnaps statt den Körnern. Allein für die Konsistenz natürlich und glaube, das könnte gut funktionieren. Jetzt verrührt und knetet Micha den Teig. Dann muss er eine Stunde ruhen. Vergessen habe ich die Minze. Dann nehmen wir 5-6 Blätter. Das ist Augenmaß. Zur frisch gehackten Minze kommen 425 Gramm Quark. Wird das Gericht denn oft bestellt als Dessert? Meistens nur, wenn es sehr warm ist. Hat was Sommerliches und viel Frische vor allen Dingen ist da drin. Und dann geht es gleich weiter mit dem Ziegenfrischkäse. Hier brauchen wir nicht so viel, 75 Gramm. Dazu kommen 100 Milliliter Milch plus Joghurt aus Ziegenmilch und 3 ganze Eier. So, Tobi, jetzt brauchen wir nur noch 150 Gramm Zucker und dann hätten wir es schon. Müssen wir dann bloß noch verrühren? Ich bin gespannt, wie es dann schmeckt, weil mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie. Also man darf sich das jetzt nicht wirklich wie ein Stück Kuchen vorstellen. Man muss es dann gegessen haben. Mehr möchte ich dazu jetzt noch gar nicht sagen. Wie geht's jetzt weiter? Der Mürbeteig, den hole ich jetzt wieder raus. Der kommt in eine gefettete Form rein. Danach kommt die Masse, so wie sie ist, gleich oben drüber. Ja. Ofen vorgeheizt, 170 Grad, 45 Minuten. Schiebst du rein, fertig. Die Desserts sind da. Wir starten mit Yvonnes Tartar de Chocolate. Und alles zu deiner Zufriedenheit? Mein Schokoladenkuchen, der ist wirklich ganz fluffig weich, schön lauwarm. Und er ist mega schokoladig. Es war so ein vollmundiges Schokogefühl, eine leicht herbe Schokolade. Und aber zum Glück nicht zu süß, weil dann wird es auch schnell zu viel. Ich würde denken, dass das nicht selbst gemacht ist. Ist eingekauft. Weil ich bin der einzige Koch hier im Laden, also alles, ich kann mich nicht zerteilen und da muss man halt irgendwie improvisieren. Ja, wenn die Qualität in Ordnung ist, dann ist das doch gestattet. Das ist wirklich ein schöner Abschluss, weil das Schokoladische und dazu das kühle, cremige Eis hebt sich wieder auf. Und ich denke, wenn ich die Früchte noch dazu esse, habe ich dann die gewisse Säure. Und damit ist das rundum ein schönes Dessert. Schön. Die Crema Catalana ist ein spanischer Klassiker. Damit macht man nie was falsch. Eigentlich. Denn sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Sie sollte eigentlich eine karamellisierte Zuckerschicht haben, die ringsrum ist. Das war hier nicht der Fall. Bei unseren Tonschälchen ist es aber das Problem, das ist oft zu heiß. Die platzen ganz schnell, eben weil das nur halb gebrannter Ton ist. Also es ist nicht komplett gebrannt. Und bei uns ist es halt nicht ganz komplett und nur ein bisschen. Ja, warum nimmt man dann nicht ein anderes Gefäß, was passt? Zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass selbst dieses Tonschälchen die Oberhitze für 40 Sekunden aushält oder eine Minute. Hm, komische Ausrede. Also es sollte ja eigentlich nach Zimt, Zitrone oder Orange schmecken. Es ist eher die Zitrone, kleines bisschen im Vordergrund zum Zimt. Mir persönlich ist wichtig, ich mag halt diese Limettennote hinten raus oder Zitronennote, je nachdem. Ja, das kann man schon auch machen. Ne? Vom Geschmack her ist es top, von der Konsistenz her ist es wie ein Pudding, was man auch erwartet. Aber es ist nicht so perfekt, wie es als spanisches Dessert sein sollte. Da kommt auch schon der nächste Klassiker. Die Churros mit Schokoladensoße hat sich Conchetta ausgesucht. Churros, die gehören natürlich dazu. Ne? Iberisches Gebäck und ist im Grunde genommen eine Brandteigmasse. Wie sind sie denn, die Churros? Drinnen ist gut, aber draußen ist ein bisschen so, ein bisschen hart. Zu knusprig. Ist nicht schön, das sollte so weich sein. So knusprig, aber weich in demselben Moment. Und das Teig, das gefällt ein bisschen Zucker. Da war zu neutral, der Geschmack. Die sind ja normalerweise bestreut mit Zucker ohne Ende. Ne? Hier in dem Fall Puderzucker, andere machen so Zimtzucker drauf. So, da habe ich hier dann ein bisschen Schokolade. Das Schokolade ist ein bisschen zu fest. Da kannst du auch nicht in die Schokolade richtig stitchen. Das schaut nach Mikrowelle aus, ne? So wie es da die Blasen hochschlägt noch in dem kleinen Gefäß. Und dann ist eine so Bitterschokolade. Mhm. Ich hätte lieber so mit einer Vollmilchschokolade gehabt und das besser integriert in der Geschmack. Das hätte ich nicht gerne. Also das muss ich schon sagen, weil eine schöne Schokolade, hochwertige, hat halt einen hohen Kakaoanteil. Fehlt noch Tobis Flao de Ibiza. Alles geschmeidig mit deiner ibizenkischen Ziegenkäsetorte? Ich finde es sehr gelungen. Es ist wirklich fluffig, leicht, erfrischend. Von der Konsistenz her
ähnelt es sehr dem Cheesecake. Und vom Geschmack her? Den Ziegenkäse schmeckt man nicht. Meine Erwartungshaltung bei der Ziegenkäsetorte ist schon, dass in irgendeiner Art und Weise Ziegenkäse spürbar ist, zu schmecken ist. Mir erschließt sich nicht, warum ich es Ziegenkäsetorte nenne. Klar, es ist drin, aber man schmeckt es halt nicht. Naja, so ein Ziegenfrischkäse ist ja immer milder. Und ich weiß nicht, willst du beim Dessert wirklich die Ziege schmecken? Bevor es ans Bezahlen geht, gibt's noch einen Absacker aufs Haus. Damit ich ordentlich Punkte von euch kriege, trinken wir jetzt noch einen. Also vielleicht klappt's, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Nett ist es auf jeden Fall. Salute. Auf euch, auf uns. Auf uns. Was ist mit dir? Das Problem ist, ich habe lieblich erwartet. Conchetta kann es ja auch ein bisschen anders mal rüberbringen, ne? Finde ich jetzt. Conchetta, von dir bekomme ich jetzt bestimmt noch einen Punkt weniger, weil du warst schon wieder alles kacke. Ich finde Michas Reaktion super. Der ist jetzt einfach drüber, der hat schon den Ironie-Button bei sich selber gedrückt, ne? Und denkt sich, komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Nummern, gutes Stichwort. Wie viel müssen Michas Mitstreiter abdrücken? 181 Euro ist die Rechnung. Wir haben 140 Euro für das Essen. Da können Chetta ihr Essen ins Haus gerechnet worden. Oh, 40 Euro das ist aber schön. 35 Euro. Ja, für drei Gänge. Ja. Was willst du das haben? Geschenkt. Die Punkte der Mitstreiter hingegen gibt es nicht geschenkt. Die muss man sich erarbeiten. Mal schauen, wie sich das Hispano schlägt. Uh-oh. Wer ist meine? Und was denkst du denn? Was hättest du denn gern von einem Punktzahl? Ich würde mich natürlich sehr freuen über 32 Punkte. 32, also 8 pro Nase. Wow! 8 Punkte! Geil! Super! Von Jörg. 8 Punkte. Wow! 8 Punkte! Ich denke, Tobi war's. Denkst du, Tobi war's? Ich denke auch, Tobi war's. 8 Punkte. Sehr gut. 5 Punkte. Nicht so toll. Nicht so toll, Conchetta. 5 Punkte. Ich hätte gerne viel mehr. Ich wollte auch mehr, weil es mich sehr sympathisch und sehr guter Mensch. Aber bei 3 Speisen und bei alle 3 Speisen Fehler dazu, dass ich konnte nicht anders machen. Es ist zu verstehen, ja, leider. Jetzt aber. Ja! 8 Punkte. Geil. 8 Punkte. Ja, natürlich ist es schon enttäuschend, 5 Punkte. Ich denke, so viel haben wir nicht verkehrt gemacht. Einer ist aus der Reihe getanzt oder eine. Werden wir erfahren am Ende. Ja, 29 Punkte. Ich sag mal, wäre das bei Conchetta nicht zweimal so schief gelaufen, dann hätte er die 4. 8 Punkte sicherlich bekommen. Ich bleib trotzdem dabei. Micha, sympathischer Kerl. Schau, dass du noch ein bisschen mehr Spanien da reinkommen lässt. Ne? Das eine andere Fachbuch würde ich mir wirklich zulegen. Und Paella muss Paella bleiben. Mit 29 Punkten bildet das Hispano Chemnitz derzeit das Schlusslicht. Bisschen Spielraum ist da noch, aber dazu mehr am Finaltag. Dem Holzwurm serviert Yvonne gehobene Crossover-Küche mit tschechischem Einschlag. Den werden wir heute mit ganz vielen Punkten abnehmen. Ich hoffe, dass Conchetta endlich mal was Vernünftiges zu essen bekommt. Zu viel Öl für meinen Geschmack. Sprengt die Obernörglerin die Runde? Einschalten an Tag 4.